Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast. Herzlich willkommen bei dieser kleinen, außerordentlichen Folge Heitere Gedanken. Matthias und ich haben euch etwas anzukündigen. Genau. Herzlich willkommen auch von mir. Wir hatten es in der letzten Podcast-Folge ja schon so angedeutet. Bald ist 420 und wir haben die Ehre, als Moderatoren beim Cannalog mitmachen zu dürfen. Genau, das ist ein neues Format, das wir zusammen mit 420 Pharma und Cannabis Medic, dem Forum für Cannabis-Patienten, ins Leben gerufen haben. In der ersten Folge dieses Formates haben wir 4 Gäste. Vielleicht kennt ihr den ein oder anderen Gast ja schon. Das wäre zum einen Dr. Franje Grotenherm, des Weiteren Björn Schrage von der Cann24 Apotheke und Thomas Chaton von 420 Pharma. Außerdem ist auch noch Yvonne Hanke vom Selbsthilfenetzwerk Cannabis als Medizin mit dabei. Ziel dieses Formats ist es, etwas Transparenz in Cannabis als Medizin zu bringen. Das ist aber noch nicht alles, denn an 420 haben wir uns was ganz Besonderes für euch überlegt. Ihr wisst ja, wir schwärmen so von Vaporizern. Habt ihr schon die Folge darüber gehört? In der Folge sprechen wir ja auch über den Dynavap und ihr habt die Chance, an 420 einen Dynavap bei uns zu gewinnen. Also behaltet auf jeden Fall mal unseren Instagram-Account im Blick. Abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem gibt es an 420 10% auf alle Textilien im Shop. Es wird wirklich Zeit, euch mal was zurückzugeben. Wir hoffen, ihr freut euch genauso auf 420 wie wir. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag und bis spätestens Sonntag 18 Uhr. Bleibt schön heiter. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de. Dort findet ihr weitere Infos über uns, einen Supporter-Shop, in dem wir Cannabis-inspirierte Kleidung anbieten und auch die neuesten Videos. Folgt uns auch gerne auf YouTube und Instagram. YouTube heißen wir Heitere Gedanken, Instagram Heitere-Gedanken. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann teilt das gerne mit euren Freunden. Like-Button drücken und abonnieren nicht vergessen.